Moin zusammen, es geht weiter mit Sunnyside. So viel Sonne ist heute nicht, es regnet. Hat den Vorteil, ich muss nicht gießen. Das wiederum ist gut und, Kyle schreibt mir gerade. Kyle möchte mir doch bestimmt eine Angel schenken. So wäre zumindest meine Vorstellung. Jetzt schauen wir mal bei Squirrel rein. Squirrel? Hey Captain, hey Kyle. Was gibt's? Komm doch heute mal beim Köderladen vorbei, wenn du Zeit hast. Hab ein Begrüßungsgeschenk für dich. Okay, ich schau auf jeden Fall vorbei. Das muss eine Angel sein. Wir sehen uns dann. Ja, genau. Muss ich noch antworten? Nö. Ja, definitiv. Oder wie mein Sheila sagen würde, definitiv. Okay, das ist ein Insider. Aber das sieht man vielleicht bei unserem Let's Play in Grounded. Wer das verfolgt, der wird auf definitiv wahrscheinlich mal stoßen demnächst auf das Wort. Okay, was wollte ich? Genau, ich habe einen Hinweis bekommen, wie stelle ich meinen Reiskocher und meinen Campingkocher auf. Und zwar mit der Drohne. Ja, auf die Idee bin ich leider nicht gekommen. Das heißt, wir brauchen einmal die Drohne. So, und ich werde es mal hier reinstellen. Da mit zwei, da haben wir hier einmal den Reiskocher. Das könnte auch ein Campingklo sein. Nein, das ist ein Reiskocher. Ich stelle es erstmal hier hin. Ja, nicht so dicht an die Box. Weil sonst kann er sich mal gar nicht entscheiden, was er machen soll. Ja, gut, da steht hier schon fast im Regen. Und mein Campingkocher. Ich habe schon mal reingeguckt. Im Moment kann ich nichts kochen. Aber die Sachen stehen schon mal da. Liegen nicht mal im Inventar rum. Hier könnten wir ein paar Sachen reinlegen. Ja, die Saaten. Gut, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, weil die kosten mich im Moment keinen Platz. Ich muss eigentlich mal so ein bisschen schauen, dass ich hier was loswerde. Vielleicht einmal das und das kann man doch zusammenpacken. Ach, der packt das gar nicht so richtig zusammen. Das ist ja... Stack das noch? Ne, 100 ist dann Max. Dann kann das doch einmal weg. Schönes Geräusch. Wuit, wuit. ja, und dann würde ich sagen, holen wir... Was machen wir denn jetzt? Wir holen Sand. Wir holen mal Sand. Sprich mit Kyle am Kai. Mit Kyle am Kai sprechen. Oh, ich habe Post. Ich habe Post. Ja, da gucken wir mal nach. Da schauen wir doch mal. Wer schickt mir den Post? Also bestellt habe ich nichts. Okay, wir haben ein Letter from Ryozo. Quick Move, aufnehmen, ablegen. Okay, den packen wir hier rein. Jo. Und dann schauen wir uns den noch gleich mal an. Read. Willkommen im Sunnyside. Ich hoffe, du hast dich mittlerweile gut eingerichtet. Du solltest bei Gelegenheit einmal bei meinem Forschungslabor vorbeischauen. Ich hätte da ein paar Dinge, die deine Ernte verbessern könnte. Aha. Hallo, MC. Da hätte wohl mein Name drin stehen sollen. Schön. Können wir das Ding archivieren? Read, Split. Weg. Den hauen wir einfach weg. Und dann nehmen wir das Fahrrad. Und fahren mal an den Strand runter. Das will ich nämlich gleich mal ausprobieren. Ja, genau. Sparky hinten drauf und ab geht's. Ah, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Das ist gar nicht gut. Ich muss gleich mal was essen. Ich habe da einen Hinweis bekommen. Oder im Internet habe ich ihn gefunden. Ich habe mal geguckt, wie kriege ich Sand. Ich verrate noch nichts, weil ich nicht weiß, ob es klappt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik so schön entspannt finde. Das ist richtig gut. Und das Schöne ist, es ist keine urheberrechtlich geschützte Musik, was für mich ziemlich wichtig ist. Ansonsten könnte ich sie nicht ausspielen, das wäre schlecht. Dann wäre es hier ziemlich ruhig. Aber wenn ich schon unten am Strand bin, dann gehört gleich zu Kyle. Ja, dann kriege ich eine Angel, dann angel ich erstmal und schon ist der Tag wieder rum und ich mache... Ruhig, ruhig. So, hier ist der Strand, da werde ich mal anhalten, mal gucken, ob das funktioniert. Was da so stand und wie ich es mir denke. Sinn wird's machen. So, Sparky, du passt aufs Rad auf. Nee, macht er nicht. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Gehen wir mal nun da ans Strand und nimm den Eimer. Und wir sammeln Sand ein und recycelbares Plastik. Wie geil ist das denn? Metallschrott. Ja, so bekommt ihr auf jeden Fall Sand und diverse andere Sachen noch. Ey, das ist richtig gut, weil das Sand brauchen wir. Den Sand brauchen wir für Glas. Ich weiß leider nicht, wie viel. Metallschrott, wie toll ist das bitte? Ich weiß gar nicht, ich kann wahrscheinlich auch mal verstellen, warum gehe ich eigentlich weiter?
Ja, also es ist immer zufällig, was er findet. Richtig, richtig toll. Recycelbares Plastik. Irgendwo brauchte man ja auch Plastik. Da kann ich mich noch dran erinnern. Sparky macht gar nichts, aber mit dem werden wir, ja, werden wir diese Folge nochmal in die Mine gehen. Denn dann soll es erst die Probleme geben mit der Mine. Habe ich mir mal so sagen lassen. Ich will mal gucken, ob wir dahinter kommen, was da los ist. Ich denke mal, es wird ja dann noch irgendwie weitergehen, weil Sparky storytechnisch da was vorhat. Oh, komme ich hier hoch? Ah, schwierig. Hier vielleicht ist nicht ganz so steil. Naja, oder ich nehme den Weg da hinten. Nehmen wir den Weg. Nehmen wir einfach den Weg. Es ist einfacher. Es ist einfacher, Captain. Ich hätte auch hier parken können. Ja, dann gehe ich erstmal gleich zu Kyle. Dann hole ich mir die Angel ab. Es muss eine Angel sein. Es kann gar nichts anderes sein. Zum Schreiner nicht. Doch, zum Schreiner, da habe ich was bestellt, genau. Da muss ich nochmal hin. Ich glaube, ich hatte auch... Nee, Schrauben hatte ich, glaube ich, nicht bestellt, ne? Dann sollte ich vielleicht erstmal Eisen holen. Dann machen wir das so. Ja, fahr mal nicht hier auf den Rand. Dann legst du dich gleich hin hier und dann ist Let's Play vorbei, weil ich mir was gebrochen habe. Das will ich nicht. Boah, Junge, das ist mir viel zu schnell hier bei dem Aquaplaning hier. Ist das gar nicht gut. So, wo war das nochmal? Ach ja, hier vorne. Zum Mechaniker müsste ich bei Gelegenheit auch mal. Aber eigentlich will ich gar kein Auto. Ich bin mit meinem Fahrrad wirklich sehr zufrieden. Gut, bei dem Wetter wäre natürlich ein Dach über dem Kopf schon ganz nett. Aber okay, hey, kannst nicht alles haben. So, brrr. Stopp. Halt. So, dann wollen wir mal gucken. Der gute Kyle. Wo ist er denn? Ist gleich da. Ja, wo ist er denn? Kyle? Warte mal, hier durch? Nee, da komme ich nicht durch. Der hat heute wahrscheinlich zu, oder? Mhm. Gut, dann gehen wir mal auf den anderen Tag hierher. Keine Ahnung, wo der sich jetzt rumtreibt. Der wird ja garantiert irgendwo seinen freien Tag genießen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Mine. Ja. Mine. Und wenn dann die Welt noch in Ordnung ist, werden wir zum Dings gehen. Zum Schmied. Und zum Woodwork. Ja, Dings auf jeden Fall. Ich brauche ja noch, ich glaube, Planken. Hartholz, Planken. Hartholz. Irgendwas. Irgendwas mit Hartholz. Ich habe ja extra noch ein bisschen Hartholz gesammelt. Und ich wollte was essen. Hm. Ich muss auch mal wieder Essen sammeln. So, war das hier schon hoch? Oh Gott. Oh Gott. Au. Au. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sparky, hilf mir. Tut's nicht. Sparky ist, was das angeht, ziemlich nutzlos. Okay. Alles gut. Mir geht's gut. Nur ein paar Schürfwunden. Nicht schlimm. Gebrochener Arm, gebrochenes Bein. Bis ich Opa bin, habe ich das wieder vergessen. So, was ist hier denn? Ah, meine Abholung. Doch. Ja gut, dann können wir den Hartholzkram gleich mal in Auftrag geben. Problem ist, wenn ich das jetzt mitnehme, habe ich keinen Platz mehr. Ich lasse es mal drinne. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ach, verdammt. An meinem Handy ist Akku alle. Ich meine jetzt mal ein richtiges. Warte mal, habe ich das nicht... Warte mal, geh mal runter. Ist das nicht vielleicht in meinem Handy auch mit drin? Also in meinem virtuellen Handy hier? Was? Okay. Ah, guck mal hier tatsächlich. Richtig gut. Ich habe Weichholz. Was habe ich denn bestellt? Also ich habe jetzt Weichholz, Hartholz. Also Hartholz und Weichholzbretter und Shoei-Paneele. Ich brauche die Balken, 8 Stück. Ja, das war's. Also 8 Hartholzbalken. Die werde ich mal gleich in Bestellung geben. Da ist er auf jeden Fall. Ah, guck da hin. Guck zur Kasse, Junge. So, Hartholzbalken, 8 Stück. Hartholzbalken. Ja, die sind schon ein bisschen teurer. Oh. 64. Ching, ching, kann ich mir morgen abholen? Ja, dann hole ich morgen alles komplett ab. Na, den Kram lassen wir jetzt da, weil bringt mir ja eh nichts, wenn ich das jetzt mitnehme. So, dann... ja, müsste ich jetzt in die Mine.
Da müssen wir jetzt in die Mine, weil ich brauche ja sowieso noch mehr Eisen. Mehr Eisen, mehr Ton für die Dachziegel. Und dann haben wir das bald alles zusammen. Und dann ist die Bude fertig. Oh, ich freue mich voll auf mein Teehaus. Dann kommt der Campingkocherkram da rein. Und der Reiskocher. War das hier schon? Nee. Das wird richtig gut. Dit wird richtig gut. Ich bin hier. Ja, ich bin woanders lang gefahren, aber es passt auch. Ist okay. Viele Wege führen in die Mine. So, da bin ich mal gespannt, was sich jetzt mit Sparky ergibt. Aber das Fahrrad ist. Also, es haben viele geschrieben, das Fahrrad ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dachte ich erst so, nö, ist gar nicht, aber doch schon. Man sollte einfach. Ja, Regenschirm ist besser. Ja, es ist wirklich. Es ist. Au. Ach, Mann. Ich glaube, ich brauche Verbände. Ein bisschen Paracetamol wäre ganz gut. Oder Ibuprofen oder Aspirin, was jeder mag. Oder alles zusammen. Dann hat man gar keine Schmerzen mehr. So, langsam hier rüber. Na, da fahre ich garantiert nicht hoch. Schön. Ja, dann wollen wir mal. Der wollen wir mal nein. Der wollen wir mal nein in die gute Stube. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich hole einfach. Wenn ich kann. Wenn ich darf. Ja, kletter den Stein hoch. Das ist ein richtiger Berg. Wobei ich mir vorstellen kann, dass gleich Sparky irgendwas hat, ne, was machen will. Mir fällt mir ein, ich bräuchte nochmal eine Laterne. Doch nicht. Doch nicht. Jetzt geht's auch noch. Aber jetzt wird's unangenehm. Okay. Bis hier ist alles gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn wir ans Ende kommen, dass er dann was hat. Aber ich kloppe den Kram erstmal weg. Bevor irgendwas passiert, dann habe ich das schon mal safe. Achso, apropos, ich wollte was essen, ne? Habe ich so gesagt, ne? Dann machen wir das doch mal. Ja, werde ich mal neu sammeln müssen. Aber das ist echt gut. Du musst nichts kaufen. Achso, warte mal, ich brauche jetzt das hier. Muss nichts kaufen. Kannst dich echt ernähren von den Sachen, die es hier so gibt. Und ich habe schon gesehen, die Pilze sind wieder nachgewachsen. Die könnte ich mir wiederholen. Und ich denke mal, diese Beeren garantiert auch. Ja, schön viel Eisen. Und Lehm. Und Amethysten auch. Eigentlich alles. Erkundung Level 8, sehr schön. Das freut mir, wa? Das freut mir. Was haben wir hier? Janisch. Janisch haben wir da. So, Sparky ist bis jetzt noch ruhig. Ich denke mal, wenn wir am Ende ankommen, dann. Ich versuche hier mal alles mitzunehmen, was geht. Heute wird mal ein bisschen gefarmt. Also eigentlich wie jeden Tag so ein bisschen. Aber heute ein bisschen mehr. Weil es wäre doof, wenn ich dann wieder beim Händler stehe und dann fehlt irgendwie Eisen oder Lehm. Das möchte ich so ein bisschen umgehen. Ich möchte schon gerne mein Häuschen fertig haben. Jetzt fehlt so ein bisschen die Ausdauer, ne? Ich habe mich gerade erschrocken, als mein Schatten hier vorbeigehuscht ist. Da die, oh Gott, ich werde verfolgt. Nein, das bin ich selber. Ah, der Ketten hat Angst vor dem eigenen Schatten. Oh, das sind zwei, sehr gut. Ja, ich weiß, du hast nicht genug Energie, dann gehen wir doch erstmal zum Ende. Das Ende naht. Irgendwo hier ist es ja. Na komm, ich kann wieder was wegkloppen. Gips, ja, da könnte ich mir einen Gips vormachen. Ich habe bestimmt schon was gebrochen. Zweimal hingefallen mit dem Rad. Das sah auch nicht gut aus. Etwas verbogen lag ich da. So, hier. Ah. Nee, das sah anders aus letztes Mal. Möchtest du tiefer in die Mine? Continue to the barren climate. Okay. Ah. Oh. In den Höhlen gibt es überall Download-Stationen. Okay. Sparky lädt einen Teil der Höhlen auf deine Minikarte herunter, wenn du mit ihnen interagierst. Okay. Wow. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte keine Ahnung, was hier unten alles ist. Das Erdbeben muss alles lose gerüttelt haben. Beeil dich! Klar. Und mach mal keinen Stress, Junge, ne? Mach mal keinen Stress, ne? Sieh mal! Das ist mein Freund Oni.
Ich sehe gerade niemanden. Hey, Oni! Ach da! Eindringling! Oh. Was? Eindringling! Nein! Nein, Oni, nein, nein, wirklich nicht. Ich bin ja keiner. Angriff! Oha. Oni geht ein bisschen komisch. Okay, ach herrje. Benutzeroberfläche für Menschen aktiviert. Aha. Captain, und das ist Sparky. Achso, mein Team? Aktion. Machen wir mal verteidigen. Das ist wahrscheinlich, was ich in dieser Runde mache. Oni, warum greifst du an? Ich bin es doch nur. Das ist halt die Frage. Aktion. Ich kann keine... Machen wir nochmal verteidigen. Sparky, ich glaube, wir sollten gehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh! Aber mein Freund! Ach, man kann auch automatisch. Geht auch. Also Aktion kann ich keine auswählen im Moment. Bleiben wir bei Verteidigen. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. Ach, automatisch ist, dann redet er, glaube ich, automatisch weiter. Dein Freund versucht uns gerade zu töten. Los jetzt! Ja, dann verteidigen wir nochmal. Ah, die Aktion, ja. Sparky! Wir müssen für jeden die Aktion, auswählen. Okay, und jetzt? Und jetzt? Bin ich, wo bin ich denn jetzt? Okay. Das verstehe ich nicht. Mein Volk. Wir waren einander nie feindlich gesinnt. Irgendetwas Schreckliches muss vorgefallen sein. Nun, ich möchte ganz sicher nicht da rein und es herausfinden. Du hättest getötet werden können. Eher verschrottet. Sag mal, nach all dem. Gibt es die Kami noch? Ich weiß nicht mal, was Kami sind. Kami? Du meinst Götter? Ah ja, ich glaube, so haben die Menschen sie genannt. Keine Ahnung. Mittlerweile glauben nicht mehr so viele Menschen daran. Oh. Aber wir haben einen Tempel beim Kashiwa-Baum. Vielleicht kann Kaida uns helfen. Ja, das wäre gut. Okay, ja, wir müssen erstmal weitere Informationen bekommen, aber ich würde ganz gerne noch erstmal weiteres Eisen bekommen. Also gehen wir nochmal rein. Ja, meine Ausdauer ist ja auch wieder oben. Sammeln wir noch Eisen, sammeln wir noch Lehm und hoffen, dass es dann reicht. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Ja, ich soll mit Kyle am Kai sprechen, aber Kyle ist gerade nicht am Kai. Muss ich mal meine Angel morgen holen. Hoffentlich hat er morgen wieder auf. So, kloppen wir noch ein bisschen was weg. Nee, Salz. Ja, Salz ist natürlich nett. Hier ist aber auch wirklich, hier ist auch wirklich duster, ne? Ich muss mal echt gucken, dass ich eine Lampe kriege. Ich sehe ja gar nichts. Das ist ja mehr nach vorne stolpern. Steine, ja. Steine, gut, werde ich auch noch brauchen, aber... Besser wäre genau Eisenlehm. Eisenlehm und was noch? Eisen und Lehm. Ich hoffe, dass der Schmied heute überhaupt auf hat. Bei meinem Glück. Jetzt sowieso nicht mehr. Muss ich morgen hin. Ist schon spät. Schon nach 18 Uhr. Ich glaube, der hat nur bis 17 Uhr auf. Da brauche ich gar nicht vorbeigehen. Dann sammeln wir noch ein bisschen was ein und fahren morgen vorbei. Ja, klingt nach einem Plan. Ich kann mich auch gleich zurück teleportieren lassen. Und das Fahrrad ist ja dann morgen früh wieder da. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So machen wir das. Da sparen wir ein bisschen Zeit. Zack. Hi ho, hi ho. Oh. Wir sind vergnügt und ohne Energie. Ja, komm, ein Marino. Genau. Ja, Steine, toll. Okay, Report, Return to Last Sleeping Spot. Das ist ja mein Zelt. Genau. Muss ich noch was machen? Es hat geregnet. Nö. Schlafen. Einfach schlafen. So, und dann muss ich mal mein Inventar so ein bisschen lüften, denn ich brauche Platz für die ganzen Sachen, die ich jetzt abholen muss. Hoffentlich regnet es heute. Ja, eigentlich möchte ich das auch nicht, aber ich will halt nicht gießen. Ich will Zeit sparen. Aber heute ist auf jeden Fall wieder ein herrlicher Tag. Die Sonne wird scheinen, da wird sie hochkommen und ich freue mich schon, wenn ich in meinem Teehaus irgendwann mal aufwache. Ich hoffe, dass es so ist, dass ich da... Ah, schade. Dass ich da penne und dann morgens aufwache. Oh, Ernten, sehr schön. Sehr schön, Kartoffeln, oh, richtig gut. Ja, ich könnte eigentlich gleich... Wie viel kriege ich eigentlich immer? 18, 21, mal 3 Kartoffeln? Das sind immer 3 Kartoffeln. Ja, das ist unterschiedlich, ne? 23, 5, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich könnte doch gleich wieder Kartoffeln in die Erde stecken. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Da sind sie. Und gleich wieder pflanzen. Gleich weitermachen.
Weil das müsste ja diese Saison, nächste Saison. Ich weiß nicht, ich glaube, Kartoffeln konntest du auch immer. Also irgendein Zeug, das konntest du das ganze Jahr über in die Erde stecken. Ich werde mir auch den neuen Zaun mal holen. Das nervt nämlich so ein bisschen hier. Noch irgendwas erntereif gerade? Nee, ne? Nee. Okay. Ich hoffe mal, dass die Erdbeeren bei mir erntereif sind. Warte mal, die Kartoffeln müsste ich doch kochen können. Da gucken wir gleich mal. Ja, mit Erdbeeren wird es schwierig. Erdbeeren kochen. Keine gute Idee. Aber das müsste mit den Kartoffeln doch gehen. Oder brauche ich noch einen? Ich brauche eine Pfanne oder sowas, ne? Ja. Pfanne und Topf. Kann ich ja kaufen. Kann ich bestellen. Aus Eisen, aber wäre jetzt nicht so wichtig. So, das Ding. Da müssen wir mal so ein bisschen was reinpacken. Die brauche ich ja erstmal nicht. Das ist Gips. Ich glaube, Salz brauche ich auf jeden Fall nicht. Dass wir ein bisschen Luft haben hier. Ich muss mal gucken. Kann ich so ein Cardboard? Crafters Companion 2.0 Crafting. Plywood. Okay, wenn ich das jetzt herstelle, lerne ich dann was Neues. Ja, hau mit der Faust drauf. Crafted Speerholz. Okay, damit habe ich jetzt aber nichts Neues gelernt. Hier, Hartplastik-Pellets. Da brauche ich doch garantiert meinen Recycle. Ja, einen Stock herstellen ist mir wirklich doof. Kupferdraht brauche ich. Da brauche ich die Hartplastik-Pellets. Ne? Da muss ich mal schauen. Achso, gießen, um Gottes Willen. Hätte ich fast vergessen jetzt. Wie sieht's aus? 40 Liter. Wenn ich es geschickt anstelle, könnte es reichen. Das war nicht schlecht. Ja. Das macht er schon ganz gut, der Captain. Hat man Übung, ne? So. Gießen. Ja. Dich auch. Dann muss ich vielleicht erst morgen wieder pumpen. Sehr schön. Oder reicht es auch, wenn ich einfach jetzt so mache? Ja, die hier vorne kriegen da nichts. Na? Ach Mann. Jetzt habe ich da drüben sogar schon gegossen. Ich habe auch ehrlich gesagt den Waschbär nicht mehr oft gesehen. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Der will hier nicht mehr herkommen. Der denkt sich, kann ich eh nichts abgreifen. Was soll ich hier? So, kriege ich auch alle drei rein? Naja, drei rein wird schwierig. Nein, bitte. Oh. Zwei Liter überhalten. Ich wollte jetzt nicht mehr pumpen. So. Ah, was für ein herrlicher Tag. Wunderbar. Sonne scheint. Da soll ich hin. So, machen wir mal ein bisschen Gang. Mit Keil sprechen, das ist auch gut. Mit Keil sprechen könnte eine gute Sache sein. Für die Angel, aber ich würde schon ganz gerne erstmal alle Sachen bestellen. Sofern es möglich ist. Auf geht's. So, Sparky, komm mit. Und dann sollen wir noch mit jemandem reden. Hab den Namen schon wieder vergessen. Ach, schön. Ist schon schön. Macht schon. Ah, einmal die herrliche Luft einatmen. Hier müssten die Beeren auch schon wieder reif sein. Dass ich die wieder pflücken kann. So, wen besuche ich jetzt zuerst? Das ist eigentlich egal. Ich fahr zum Holzäumel. Ist, glaube ich, hier schon lang, ne? Nee, Shibata-Mill. Ja, fahr direkt dagegen. Das ist auch eine Kunst für sich, ne? den Pfahl zu treffen, das kann auch nicht jeder. Das schafft nur der Captain. So, nächste Abzweigung, glaube ich, ist es. Hoshis Woodworking, ne? Jo, ab zum Hoshi. Ja, dann kann ich lieber da vorne hin, genau. Achso, aber mitnehmen war da, genau, das war auf der Seite, ne? Ja, da leuchtet zum Glück auch noch. Ah, ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass er das dann löscht oder so. Okay, collecten. Packen wir mal alles schön ein, das haben wir schon. Ich hoffe, dass ich die Sachen auch schon reinpacken kann, ohne alles komplett zu haben. Richtig gut! Dann fahren wir jetzt zum
Schmied. Jo. Und da könnten wir theoretisch könnten wir da alles bestellen, wenn ich alles zusammen habe. Da bin ich mal gespannt, wa? Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, einmal hier rum. Jo. Und dann müsste es... Nee, gar nicht wahr. Nee, gar nicht wahr. Der ist ja weiter hinten. Oh, das wieder jetzt schön bergauf. Oh, anstrengend. Okay, nee, wo war denn der? Der war ziemlich weit vorne, wa? Ah, da. Ach so, hier. Ach, hier ist der. Uiuiuiui. So, mein lieber Blacksmith. Ja, dann haben wir das erst morgen. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich werde jetzt bloß ein paar Mal auf meine To-Do-Liste gucken müssen. Oder kann er mir das eigentlich auch anzeigen? Auf jeden Fall ist er da. Service. Hm. Guck mal hier, eine Gusspfanne, eine Rührschüssel. Also da gucken wir mal, wenn ich noch das Geld habe. Ah, du brauchst ja alles, ne? Stahlpfanne, oh. Ein Kochtopf werden wir garantiert für die Kartoffeln brauchen. Ja, außer wenn du schön Bratkartoffeln, ne? Dann die Pfanne, aber jetzt ein paar Bratkartoffeln. So, Glas. Aber da sagt er mir leider nicht, wie viel ich brauche. Schade. Warte mal, kann ich das anpinnen? Wäre natürlich geil, ne? Das wäre richtig gut. Ja, ja, ich weiß. Ich habe doch gar nichts bestellt, Junge. Oh, schöne Messer. To-Do-Liste. Ah, warte mal, hier an den Bildschirm anpinnen. Ja gut, die anderen zeigt ihr jetzt nicht an, weil ich habe es noch nicht reingepackt ins Teehaus. Okay, wenn ich das jetzt auch noch sehe... Ah, schade. Schade. Okay, also muss ich mir merken und das kann ich natürlich gar nicht. Tschüss. Also, wir brauchen 20 Tonziegel, 10 Glas. Machen wir erstmal das. Glas. Ach, okay, doch, 10 geht. Ja, achso, weil ich, ja, noch mehr. 20 Tonziegel waren's. Wo sind sie? Wo sind die Tonziegel? Schon dreimal drüber weg. Ah, hier kriegst du Kupferdraht. Da. Und davon 20? Ja, das könnte klappen. Aber auch ziemlich gerade eben. Dann haben wir das schon mal. So, jetzt müssen wir erstmal nach dem Rest gucken. Eisengewinde. Ah, schade, das kann ich da gerade nicht sehen. Eisengewindeschrauben. Muss ich gleich mal gucken. Also, Eisenschrauben 40. Eisenschrauben 40. Ah. Das wird knapp. Ich könnte die Zahl auch eingeben, ich weiß. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Es dürften nur so 10 mehr. Die Eisenschrauben. Ne, Eisenschrauben habe ich ja. Eisengewindeschrauben brauche ich jetzt. Da muss ich nochmal gucken auf der To-Do-Liste. So, Eisengewindeschrauben 20. Ah, ich brauche mehr Eisen. Weil so viel habe ich nicht mehr. Eisengewindeschrauben. Und da brauchst du schon 2 von. Also brauche ich ja, was habe ich gesagt? 20, brauche ich 40. 40 Eisen, ich habe 10. Also 30 Eisen brauche ich mir noch. Ach Mann. Warum? Warum? Ich glaube, ich fahre jetzt einmal nach Hause. Und versuche den ganzen Kram, den ich habe, ins Haus schon mal reinzuklöbbeln. Und dann habe ich wieder Platz im Inventar. Und dann gehen wir nochmal in die Mine und holen den Rest. 30 Eisen. Ja. Ich hoffe, das ist ein guter Plan. Ich hoffe, der geht auch auf. Weil ich möchte morgen das Haus fertig haben. Achso, ich muss ja hier fahren. Ja, es ist egal, hier kommt nichts. Ich mache, was ich will, so. Was wollen die denn von mir? Was wollen die denn machen? Was wollen die denn machen? Hm? Ja, nicht. Moin. Oh, hier der Fuchs. Aber er läuft schön an der Seite. Noch. Was für ein herrlicher Tag. Ich kann's. Oh, ist das schön. Ich kann es nur wiederholen. Ich kann es nur immer wiederholen. So. Ich hoffe mal, dass ich den Kram da schon mal einbauen kann. Und das vielleicht auch schon ein bisschen zu sehen ist, was daraus gemacht wird. So, wollen wir mal gucken.
Gegenstände verwenden? Jawohl. Ja, leider noch nicht. Okay, ja, jetzt fehlen die Tonziegelglas. Genau. Und vor allen Dingen 20 Eisengewindeschrauben. 20 Eisengewindeschrauben, okay. Also 30 mal Eisen, habe ich gesagt. Dann sollte das was werden. Hoppala, Sparky? Sitzt du nicht eigentlich immer hinten drauf? Ich hoffe, das geht gut. Ach, mit Kyle soll ich auch noch reden. Weißt du was, wir fahren erstmal zu Kyle. Weil in die Mine kann ich immer. Die hat ja keine Öffnungszeiten, aber Kyle schon, der haut dann ab. Und das ist dann doof. Mensch, wir haben schon Donnerstag, das sehe ich ja jetzt erst. Ist ja schon bald wieder Bauernmarkt. Zeit läuft. Zeit läuft. Die rennt. Ja, ich muss auf jeden Fall... Ach, weißt du was, nee, Kyle. Kyle mache ich morgen. Ich will jetzt die 30 Eisen zusammen haben. Und das alleine wird schon ganz schön dauern. Ich würde mit der Angel jetzt ja eh nichts machen. Also ich würde sie nur holen und dann weiter zur Mine. Das macht ja keinen Sinn. Den kann ich so einen Tag später machen. Oder zwei Tage. Ey, ich weiß sogar, wo es lang geht. Wie toll ist das denn? Meine Herren, der Captain hat sich mal was gemerkt. Huha, hopsala. Das war knapp. Ich habe so ein bisschen... Ich weiß nicht, habe ich wirklich eben 40 Eisenschrauben bestellt? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich Eisengewindeschrauben 40 genommen habe. Irgendwie überlege ich gerade die ganze Zeit. Habe ich das Richtige angeklickt? Nicht, dass ich da nachher 60 Eisenschrauben habe. Oder Eisengewindeschrauben. Das wäre richtig doof. So, also, Hilfe. Lass uns mal schauen. Ich müsste jetzt Eisen... Wo ist es? Wo ist es? Eisen. Ich habe 12. Und ich brauche jetzt 2 pro Dings. Brauche 20. 40. Gut, also 28. 28 Eisen. Dann, ja, es ist aber schon ganz schön viel. Sowas essen wir ganz gut. So, komplett voll. Sehr schön. Guck mal, 26 Kartoffeln. Die könnte ich verkaufen. Oder kochen und verkaufen. Weiß nicht, ob das denn mehr bringt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man gekochte Sachen oder bearbeitete Sachen auch verkaufen kann. Oder kann man nur das Rohmaterial verkaufen? So, jetzt bitte viel Eisen. Naja, so viel dazu. Wie das so ist, ne? Das Spiel weiß es und es gibt's hier nicht. Eisen. Ach, das Dumme ist, ach, ich kann ja auch gar nicht mehr heute dann die Sachen... Ach, Mann. Selbst wenn ich es zusammen kriege, kriege ich es ja heute gar nicht mehr bestellt. Ah, also dauert's. Doch noch mindestens bis Samstag. Minimum. Wenn nicht der Schmied sogar morgen einen freien Tag hat, dann habe ich... Oder ich kein Eisen finde. Jetzt habe ich gerade mal 2 Eisen gefunden. So. Hoffentlich finden wir 28 Eisen in dem Durchlauf hier. Mhm. Sehr schön. Da macht das Spiel irgendwie extra, ne? Es gibt mir einfach kein Eisen. Wie viel habe ich jetzt? 14. Ich habe wirklich erst 2 Eisen gefunden. Das ist so gemein. Oh, was war das? Errungenschaft abgeschlossen, mein Schatz. Was ist das denn? Was ist das denn? Journal? Schauen wir mal ins Journal. Wo sieht man sowas? Abgeschlossene Aufgaben? Na gut, zeigt er mir jetzt hier nicht an. Errungenschaften, da. Mist, weiß ich das Symbol nicht mehr. Das hier war's, mein Schatz. Okay. Könnt ihr auch einen Rucksack anbringen? Ja, schön. Aber eigentlich möchte ich gerne Eisen haben. Gut. Ist aber auch gar nicht so schlimm, wenn ich es heute gar nicht komplett kriege. Dann müsste ich morgen früh gleich hier rein Eisen holen. Und dann die Bestellung aufgeben und dann habe ich es im Optimalfall Samstag. Wie viel habe ich jetzt? 21. Ich brauche 40 gesamt. Ich brauche 40 gesamt. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich sammle den Kram jetzt zusammen. Da müsst ihr nicht bei sein. Ich kloppe ihn noch ein bisschen rum. Und gehe dann ins Bettchen. Das ist ziemlich unspektakulär. Und dann geht es mit dem Freitag weiter. Da werden wir dann den Rest Eisen holen. Wenn ich ihn jetzt nicht so komplett zusammenkriege. Weil ich muss mal so ein bisschen warten, dass die Ausdauer wieder hochgeht.
Und, oh ja, yes, schön Eisen. Und dann hoffen wir, dass wir das zusammenkriegen, bestellen können. Samstag dann haben. So meine Idee. Das wäre richtig gut. Und dann ist schon bald wieder Bauernmarkt. Ja. Und, genau, da machen wir auf jeden Fall nächste Folge weiter mit diesem wunderschönen Bild hier. Beende ich die Folge. Ich hoffe, ihr schaut nächste Folge wieder rein. Das wäre richtig prima. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.